Hallo Jäger, wie schön euch hier zu sehen. Ganz ruhig, das ist kein Witz. Dieses Kopfgeld ist eher eine Tradition der Schwarzen Liste als ein tatsächlicher Vertrag. Es wurde über Jahrzehnte von Jäger zu Jäger weitergegeben. Ich bin der letzte noch lebende Jäger, der den Vertrag annahm, also werde ich die Fackel weiterreichen. Sagt mir einfach, wer und wo. Diese Informationen werden euch etwas kosten. Jeder Jäger, der den Vertrag annimmt, gibt einen Einsatz ab. Derjenige, der das Ziel tatsächlich erledigt, erhält alles. Niemand hätte erwartet, dass sich das so lange hinzieht. Die Auszahlung ist über die Jahre angewachsen. Der Einsatz für den Auftrag ist angegeben. Alles klar. Die Credits werden übertragen. Das hätten wir. Ich will euch auf keinen Fall ausnehmen, aber die Credits seht ihr höchstwahrscheinlich nie wieder. Euer Ziel ist Jikal Kadera, ein Mandalorianer, der seit Ewigkeiten auf Taris im Exil ist. Man sagt, er sei schon seit einer Weile tot, aber lasst euch nicht täuschen. Jikal lebt noch und er ist immer noch sehr gefährlich. Wie ist ein Mandalorianer auf der schwarzen Liste gelandet? Jikal ist dem Ruf Mandalors nicht gefolgt. Das allein ist schon unverzeihlich, aber er hat noch eins draufgesetzt. Er hat eine Armee gegen ihn aufgestellt. Jikalns Streitkräfte wurden aufgerieben und schließlich floh er nach Taris, wo er sich immer noch aufhält. Wenn Mandalore wusste, wohin Jikal ging, wieso hat er ihn nicht erledigt? Das hat er versucht, aber Jikal ist ein besserer Überlebenskünstler als ein General. Ein Jahr der Suche und eine Vielzahl von Toten waren nötig, bevor Mandalore endlich Ruhe gab und den Verräter dem Exil überließ. Seither haben immer wieder große Champions versucht, den Ruhm für Jikalns Kopf einzuheimsen. Nur gut, dass ich nie etwas versuche. Ein Rat unter Freunden. Wenn ihr die Spur aufnehmen wollt, bevor das Imperium sie verwischt, werdet ihr mehr als nur euer eigenes Paar Augen brauchen. Am Boden gibt es ein mandalorianisches Basislager. Ich würde mit dem leitenden Offizier dort sprechen. Der Rat wird dankend angenommen. Sukui Garrot, was verschafft mir die Ehre, die Auserwählte Mandalors in meinem Lager begrüßen zu dürfen? Da fühle ich mich aber geschmeichelt. Ich verfolge Jikal und Kadera. Wisst ihr irgendetwas, das mir bei der Suche helfen kann? Den Verräter? Nein, den haben wir nicht gesehen. Aber wir achten hier auch nicht besonders auf Geister. Jikal ist eine Schande, die man am besten vergisst. Glaubt ihr, dass er immer noch lebt? Tot, lebendig. Ich brauche nur jemanden, den ich zurückbringen kann. Stellt euch schon mal auf Konkurrenz ein. Hier sind mindestens 1000 Leute, die sich diese Ehre sichern wollen. Das bleibt also besser unter uns. Ich will, dass meine Truppen Befehle befolgen und nicht Gerüchten nachlaufen. Es würde sogar einen Sinn ergeben, dass der Verräter wirklich noch lebt. Sein Sohn war bis vor kurzem bei uns und verschwand dann spurlos. Hat Jikalns Junge auch einen Namen? Taurian. Er ist mit meinen anderen Leuten hier nach Taris gekommen. Er hat trotz seiner Herkunft sehr viel Talent gezeigt. Es ist eine Schande, dass wir ihn so früh verloren haben. Was ist denn passiert, dass er fort ist? Der Junge verschwand während eines Aufklärungseinsatzes in einer nahegelegenen republikanischen Kolonie. Wir gingen davon aus, dass Taurian getötet oder gefangen genommen wurde. Aber ich kann die Möglichkeit natürlich nicht ausschließen, dass der Verräter seine Finger im Spiel hat. Dann sollte ich am besten dort mit der Suche beginnen. Nun, es kann sich ja nicht schaden, das Gebiet abzusuchen. Und selbst wenn ihr nichts findet, kann euch die Vernichtung der Kolonie ein hübsches Sümmchen einbringen. Die Imperialen wollen ein Blutbad und bieten Credits für tarisianische Leichen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Commander. Das ist die Position des zweiten Kolonialprotektorats. Ihr könnt euch die Kopfgelder abholen, wenn ihr wieder im Lager seid. Berichte über die Charta, Sir. Wisst ihr, SID-Computer sind viel einfacher zu hacken, als ich dachte. Was irgendwie beunruhigend ist, wenn ich so darüber nachdenke. Ich habe mich in ein paar geheimen republikanischen Datenbanken umgesehen. Hab meine Geburtsurkunde gefunden. Naja, möglicherweise. Ich habe ein Dutzend Geburtsurkunden gefunden, alle mit einem Genstempel, ganz ähnlich dem meinen.
Ein Dutzend sind eine Menge Ziele. Wir wissen immer noch nicht, wo wir mit der Suche anfangen sollen. Stimmt schon, das wissen wir nicht. Aber es ist trotzdem ein guter Fund. Die Akten meiner Familie. Sie müssen es sein. Eltern, Geschwister, vielleicht Großeltern und wer weiß was sonst noch. Leider keine Namen oder Daten. Nur eine SID-Projektnummer. 32. Ich muss weitersuchen und sehen, was ich sonst noch finde. So, da wären wir auch schon in der zweiten Kolonialprotektorat. Wir haben ja einen kleinen Hinweis zu unserem Ziel. Vielleicht hilft uns das Ziel irgendwie ein wenig. Ich habe hier einen Captain Riss, der gekillt werden will. Also schauen wir doch mal. So, das hätten wir. Wir hätten den ausgeschaltet und er ist ein kleiner Überlebender. So, und wir haben hier ein paar Kolonisten, die uns bestimmt irgendwas erzählen wollen. Ah, nein! Oh nein, nein, nein! Bitte tötet uns nicht! Wir sind nicht bewaffnet! Ich suche nach jemandem, den ihr vielleicht gefangen genommen habt. Ein Mandalorianer namens Taurian. Ich weiß nicht. Weiß jemand, wovon sie spricht? Hier findet ihr nicht, was ihr sucht. Sie verstecken sich hier schon, seit die imperialen Transporter gelandet sind. Lasst sie gehen. Und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Dem werde ich nicht widersprechen. Wir sind auf keine mandalorianischen Truppen getroffen. Aber wir waren in den letzten Wochen immer wieder Scharfschützenangriffen ausgesetzt. Ich bin sicher, dass sich der Scharfschütze in einer alten Ausgrabungsstätte hier in der Nähe versteckt. Aber alle, die ich dorthin geschickt habe, sind gestorben. Das ist alles, was ich weiß. Ich hoffe, es war die ganzen Leben wert, die ihr heute genommen habt. Bitte lasst mich jetzt in Frieden sterben. Oh, Mist. Ich dachte, es wäre schwieriger, euch zu erwischen. Du bist einer von den Kleinen, die auf Drum und Kass Jagd auf Sith-Brut machen. Ihr erinnert euch. Ihr seid nicht meinetwegen hier. Weswegen dann? Die Antwort wird dir nicht schmecken. Der Verräter. Ich bin auch auf der Suche. Aber nicht nach einem Wiedersehen, um die Ehre meines Clans wiederherzustellen. Irgendeine Spur von Jikon? Jemand hat Taufänger und Tierfallen rund um eine alte Transportstation errichtet. Die müssen vom Verräter sein. Was ist so besonders an Taufängern und Fallen? Sogar Plünderer können sich Versorgungsgüter beschaffen. Das ist von Jikon. Ich habe nur einen Eingang in die Station gefunden. Es wimmelt dort von Rakgulen. Riskant. Mit den Rakgulen werde ich fertig, aber ich brauche Hilfe. Material. Welche Art von Material wäre denn das? Ich brauche frische Rakgul-Körperflüssigkeiten, Blut und Exkremente und einen sich zersetzenden Rakgul, mindestens eine Woche alt. Überprüft diese Wegpunkte. Wir treffen uns bei der Transportstation. Sodala, meine Freunde. Und fleißigen Zuschauer, wie immer. Guten Tag. Guten Morgen. Wir müssen für einen gewissen anderen mandalorianischen Kopfgeldjäger ein bisschen Rakgul-Zeug sammeln. Zum Beispiel diese verwesende Rakgul-Leiche. Und ich möchte, dass ihr hier ein wenig zuschaut, während ich das tue, was mir aufgetragen wurde. So.
ein bisschen Rakgul-Sekret sammeln und sammel Rakgul-Dreck. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Ja, das dürfte... Oh, ich habe Rakgul-Dreck gefunden. Das ist auch cool. So, sind ganz gut weggeflogen, die Leute. Ein kleines bisschen Rakgul-Fleisch grillen. Es leckt ein klein wenig bei mir, aber das sollte eigentlich relativ okay sein. Es geht von 30 auf 29 Frames ab und zu mal runter. Aber es ist noch im Grenzbereich, spielbaren Bereich. So, wir brauchen noch 7 Sekrete. Warum mache ich das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Und ich hoffe, das geht relativ schnell. Wie viel haben wir hier? Oh, es sind doch einige. Bisschen mit einfachen Blasterschüssen in Sehnseits befördern, 3 Sekrete gerade gefunden und irgendein blaues Item, das wir nicht gebrauchen können und das ins Auktionshaus geschoben wird später, irgendwann, wenn ich wieder auf der imperialen Flotte bin. So, jetzt suchen wir uns noch einen größeren Haufen, zum Beispiel den hier, der gefällt mir. Bumm. Mal wieder hat es kaum welche getroffen. So, dann hätten wir hier einen weiteren Haufen tot. Und jetzt brauche ich... Wo kommt der her? So, schade, dass er kein Rakgul-Sekret dabei hat. Aber naja, dann suchen wir uns halt einen neuen Haufen. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht, den da drüben zum Beispiel. Bumm. Da ist genug Rakgul-Sekret dabei. Dann hätten wir das auch schon fertig. Ich habe euch schon von Weitem gerochen. Eine skurrile Art von Humor. Kein Scherz. Lasst mich machen. Dauert nur eine Minute. Das Zeug lenkt einen Rakgul von meiner Fährte ab, aber in ihrem Bau? Haltet euren Blaster bereit. Also was genau soll dieser Stoff jetzt bewirken? Unseren Geruch verdecken, sie ruhig stellen. Tragt es dick auf. Wenn die Dämpfe die Rakgule ausschalten, könnten wir durchschlüpfen. Wow, was für ein Aroma. Bitte lasst mich nicht zurück, wenn ich ohnmächtig werde. So, also, wir haben uns gerade mit Rakgul Sekret besprüht. Und wir können so teilweise irgendwie durch. Glaube ich zumindest. Oder auch nicht. Haltet Abstand. Okay. Mal schauen. Gehen wir einfach mal ein Stückchen außen rum und bewundern die schöne Landschaft. Zu diesen monströsen und grauenvollen Rakgulen. Haltet Abstand. Ja, ist ja gut. Und haltet Abstand. Ja, haltet Abstand. Maul, Mann. Zu spät. Naja, okay. Dann warten wir mal kurz. Und dann macht's bei Bumm. Ich
Also wie man bestimmt gerade ein bisschen merkt, ist gerade die Framerate nicht gerade die beste. Ich weiß nicht, was, vielleicht liegt es gerade an den Servern, die stürzen gerade ein wenig ein. Und naja, kann ich jetzt auch nichts daran ändern. Ich hoffe, die Aufnahme wird trotzdem gut. Und dann gucken wir mal, was unser Herr hier so will. Achso, der will mit uns reden. Okay. Es ist schon lange her. Ah! Hört ihr das? Nichts? Na los, weiter im Text. Schrilles Gejaule! Falle! Dieses Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. What the fuck? Was geht jetzt ab? Da kommt einiges auf uns zu, wie ich das gerade sehe. Die Rakkule sind dann wohl doch nicht ganz so dämlich. So, ich bombardiere die jetzt einfach mal hier. So, damit wäre die Falle erledigt. Hier tun wir mal einen Rakul-Köder. Ist ein Rakul-Pheromon entdeckt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, 4 Minuten 50, egal. So, zerstört. So, und wir müssen hier irgendwas machen, oder was? Töte die Rakule in der Kammer, alles klar. Irgendwas kommt von hinten. Da sieht man es gerade. Uiuiui, sind das ganz schön viele Rakule. Uiuiuiui, das sind ganz schön viele, meine Freunde. Ich habe keine Angst. Oh, den Bonus haben wir schon erreicht durch unser Massaker hier. So. So, da hat sich, glaube ich, gerade eine Tür geöffnet. Glaube ich zumindest. Yep, da hat sich eine Tür geöffnet. Und da sind wahrscheinlich Rakkule drin. Yep, da kommen gerade Rakkule raus aus einer Wand. Irgendwie. Ein totales Massaker hier. Das hört sich irgendwie nicht richtig gut an da. Ah, zwei Berserker. Aber selbst zwei Berserker können mich nicht besiegen. Dafür bin ich einfach zu gut. So. Alles getötet. Alles geklärt. Noch schnell aufladen. Und ich habe hier irgendein Gegending. So. Warum will uns immer alles fressen? Schickt Arthus jetzt schon Kinder, um seine Drecksarbeit zu erledigen? Lauft schnell nach Hause und erzählt Mandalore, dass er schon selbst kommen muss, wenn er meinen Kopf will. Kämpft ihr jetzt wie ein Krieger gegen mich? Oder muss ich euch über ganz Taris verfolgen? Überlegt euch das gut, Mädchen. Nicht, dass ihr noch eine Herausforderung aussprecht, die ihr später bereut. Ich sage euch dasselbe, was ich auch den anderen gesagt habe. Ihr habt überlebt,
und euch das Recht für das Geräuer Beharan verdient. Wenn ihr verliert, werde ich euch töten. Ich warte bei diesen Koordinaten. Dort werden wir sehen, wer hier wen jagt. Hat er uns erwartet? Uns persönlich? Nein. Er spielt nur mit uns. Aber das Geroyer Beharan gibt uns eine Möglichkeit. Es ist ein mandalorianisches Spiel bis auf den Tod. Es besteht aus 4 Teilen. Alishate, persönliche Ehren. Yaimesun, die Heimatwelt. Sterebise, der Verteidiger des Erbes. Und Nast, der Zerstörer des Erbes. Er wird Ehren, wertvolle Besitztümer, auf einem Schlachtfeld platzieren. Ihr werdet versuchen, sie zu erlangen. Wenn ihr sie alle bekommt, müsst ihr seine Heimat einnehmen. Sehr viel Aufwand für ein einfaches Duell. Es ist ein Kriegsspiel. Mandalorianische Tradition. Und es bringt uns zu ihm. Ich suche Jikkels Ehren, während ihr euch ihm stellt. Wenn das Spiel beginnt, werde ich dann sein Heim finden. Meldet euch bei mir, wenn ihr eure Kampfansage gemacht habt.